Ja, herzlich willkommen, meine werten Freunde, zu einer neuen Ausgabe hier der Top und Flops. Diesmal aus Bahrain. Malaysia hatte ich leider vergessen gehabt, eine Ausgabe zu machen. Allerdings mache ich jetzt für Bahrain eine. Und ja, ich habe mal heute drei Top-Sachen rausgesucht und zwei Flop-Sachen mehr. Eigentlich so wirklich Flop ist mir nicht aufgefallen. Von daher, ja, habe ich eben halt bloß zwei Flops gewählt. Und ja, bei Top sage ich einfach mal Mercedes. Ich glaube, mehr muss ich gar nicht so wirklich dazu sagen, denn das erklärt sich von ganz alleine. Mercedes hat es wirklich ganz, ganz toll gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Man hat das Rennen dominant geführt, für meinen Geschmack vielleicht sogar noch ein bisschen zu dominant. Das war sogar noch eigentlich dominanter als das, was Red Bull die letzten Jahre abgezogen hat, weil am Ende nachher fast 2,5 bis 3 Sekunden schneller zu fahren, ist schon ein bisschen krass, finde ich persönlich. Aber gut, die anderen Teams schließen vielleicht irgendwann auf und ja. Zweiter Top auf meiner Rangliste ist Force India, denn die haben wirklich ein unglaubliches Ergebnis gut mit Dritter und Fünfter, ja, waren das zweitbeste Team an diesem Wochenende und haben sogar Williams, die eigentlich im Qualifying klar vor dem Force Indias waren, sogar noch eindeutig besiegt, denn die waren nachher, glaube ich, bloß Siebter und Achter, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also da gibt es noch ein bisschen was aufzuholen anscheinend von Williams und ja, Force India hat gezeigt, was drin steckt. Und ja, als weiteren Top habe ich mal das Nachtrennen einfach jetzt mal genommen, weil ich fand es an sich ein schönes Rennen. Mal wieder was anderes. Bahrain, ja, sonst immer Hitze, Sonnenschein komplett und jetzt mal im Dunkeln. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr schön, wie man das dort gestaltet hat. Speziell auch mit den ganzen Seen drumherum und ja, wie man die so schön beleuchtet hat. Und ja, damit kommen wir jetzt auch schon zu den Flops. Und ja, wer sollte anders drin stehen als Pastor Maldonado? Denn er hat im wahrsten Sinne des Wortes einen Vogel abgeschossen. Und zwar mit Esteban Gutierrez. Der ist erstmal fliegen gegangen, nachdem Pastor Maldonado aus der Box herauskam. Hat er ihn komplett einmal abgeschossen und er hat sich sogar überschlagen, Esteban Gutierrez. Ja, Maldonado, wie er lebt und lebt, wir kennen das schon aus den letzten Jahren und es hat sich noch immer nichts dran erinnert. Er hat allerdings jetzt schon mal fürs nächste Rennen nochmal 5 Strafplätze nach hinten gekriegt, plus 3 Strafpunkte in diesem Katalog, Strafenkatalog. Wenn er da 12 hat, muss er, glaube ich, ein Rennen pausieren und er jetzt bereits schon nach 3 Rennen schon 3 Punkte zu haben. Das gibt auf jeden Fall, macht schon mal Mut, dass er auf jeden Fall mal ein Rennen dieses Jahr noch aussetzen wird und ich hoffe es eigentlich mal, weil so wie er sich da wieder präsentiert hat, ja, sollte man auf jeden Fall nicht wirklich eine Formel 1-Lizenz haben, denn das ist mehr gefährlich als alles andere. Und ja, als zweiten Flop habe ich noch ausgewählt Ferrari. Ja, was soll man dazu sagen? Ferrari eigentlich enttäuschend, was man da in ja, Bahrain abgezogen hat. Mal gerade 9. und 10. ist man geworden. Man ist hinter Force India ins Ziel gekommen. Man ist hinter Red Bull ins Ziel gekommen. Man ist hinter Williams ins Ziel gekommen. Ja, und natürlich Mercedes. Und ja, das ist eindeutig eine Enttäuschung, wie ich finde. Und daher für mich leider Ferrari im Flop diesmal drinne. Mal gucken, wie es in China aussieht. Ja, und das war es mit den Flops. Mehr ist mir irgendwie gar nicht eingefallen. Ich hatte es jetzt überlegt, ob ich noch jemand anderes damit reinnehme oder irgendwas anderes mache. Aber irgendwie ist mir da nicht so wirklich irgendwas eingefallen, was da wirklich jetzt gepasst hat. Von daher, ja, sehen wir uns auf jeden Fall bei der nächsten Ausgabe wieder bei den News. Ja, und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und ja, ciao, ciao.